Was wäre gewesen, wenn Dr. T jetzt nicht angenommen hätte, dass 15% Antikörper haben, sondern irgendeinen anderen Wert? Gut, 15%, das ist verworfen worden von unserem Test. Wahrscheinlich wären 18% dann erst recht verworfen worden. Aber wenn er jetzt irgendwie angenommen hätte, 12%, vielleicht wäre das nicht verworfen worden. So können wir jetzt also mal überprüfen, was wäre bei unterschiedlichen Hypothesen passiert mit unserem Test. Ich habe hier gesagt, wir formulieren die Hypothesen mit einem Parameter drin. Da habe ich gerade schon ein bisschen rumgespielt an diesem Parameter, statt 15% irgendwelche anderen Werte. Und dann führen wir den Test jedes Mal durch. Und je nachdem, was der Test rausgibt, sagen wir dann, wir halten diesen Wert, den der Parameter gerade hat, für plausibel oder nicht so plausibel. Das heißt genauer, wir packen alle die Werte, die nicht verworfen werden, also die Werte, wo die Nullhypothese nicht verworfen wird, die sagen wir gehören in das Vertrauensintervall für den wahren, unbekannten Anteil der StockholmerInnen, die Antikörper haben. Immer wenn nicht verworfen wird, kommen sie ins Vertrauensintervall. Und dann geben wir noch an, wenn wir so ein Vertrauensintervall angeben, auf welchem Signifikanzniveau wir getestet haben. Also wenn wir auf Signifikanzniveau 5% testen, dann sagen wir, wir haben ein 95% Vertrauensintervall bestimmt. Wenn wir auf Signifikanzniveau 1% testen, sagen wir, wir haben jetzt ein 99% Vertrauensintervall. Jetzt machen wir das mal in unserem Testschema mit dem Beispiel von gerade eben. Was hat sich jetzt geändert? Es ist genau das gleiche Testschema wie gerade und bei den blauen Pfeilen hier steht was Neues. Hier steht jetzt nicht mehr 15%, sondern irgendein Wert W0 und an dem W0 wollen wir gleich spielen. Ebenso muss der gleiche Wert dann hier in die Alternativhypothese rein und dann ist die Verteilung unserer Zufallsvariable x, unserer Teststatistik, auch jeweils eine andere, je nachdem, was das W0 für einen Wert hat. Alles andere läuft genau gleich weiter. Wir beobachten wieder die 45 und schauen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein x von 45 oder kleiner beobachten, Proben mit Antikörpern. Und die Verteilung ist eben jeweils eine andere, also ist diese Wahrscheinlichkeit hier, der p-Wert jeweils ein anderer. Wenn wir W0 15% machen, das haben wir gerade eben schon getestet, dann kommt raus, dass die Nullhypothese verworfen wird. Also das habe ich hier durchgestrichen. Dieser Wert kommt nicht in unser Vertrauensintervall. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher zu den 10%, ne, 45 von 446 sind ungefähr 10%, das ist der Anteil in der Probe. Gehen wir da mal ein bisschen näher ran. 12%. Spielen wir jetzt alles durch, brauchen wir nicht rechnen, sage ich Ihnen einfach. Wenn wir das mit 12% durchspielen, dann stellen wir fest, der Test würde nicht verwerfen auf diesem Signifikanzniveau hier. Dann gehen wir wieder ein bisschen näher zu den 15 ran, zum Beispiel 13, und stellen fest, das wird immer noch verworfen. Das ist also immer noch unwahrscheinlich, dass wir nur 45 positive Proben haben, wenn der wahre Anteil 13% ist. Dann gehen wir da irgendwo in die Mitte zwischen 12 und 13 rein. 12,5. Ich möchte hier einen Dezimalpunkt als Schreibweise verwenden, kein Dezimalkomma, wie es im Deutschen üblich ist, damit ich das Komma noch zur Verfügung habe hier an allen möglichen anderen Stellen als Trenner. Also 12,5, aber mit Punkt geschrieben, wird nicht verworfen, stellen wir fest. Dann spielen wir weiter und stellen fest, 12,8 wird verworfen. 12,7 wird nicht verworfen. Jetzt könnte man das, je nachdem, wie genau wir das haben wollen, noch zwischen 12,8 und 12,7% irgendwie rumprobieren. Oder wir sagen, wir bestimmen das jetzt mal auf eine Nachkommastelle genau. Dann haben wir hier ein 95% Vertrauensintervall für diesen Anteil an Personen in Stockholm, die Antikörper haben. Dieses 95% Vertrauensintervall geht von 0 bis 12,7. Das ist ein sogenanntes einseitiges Vertrauensintervall. Das geht hier unten bis zum extremstmöglichen Wert runter, weil unser Test nur in eine Richtung überhaupt sensibel ist. Wir testen, ob der Anteil vielleicht kleiner ist als das, was wir angenommen haben. Natürlich ist bei, weiß ich nicht, nur 1% Personen in Stockholm, die Antikörper haben, da ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass wir in der Probe 10% ungefähr positive Proben in unserer Stichprobe dabei haben. Aber dafür ist der Test, so wie wir ihn jetzt gerade gemacht haben, nicht sensitiv. Das sehen wir nicht hier, weil wir nur so rumtesten.
Wir könnten auch in beide Richtungen testen. Das machen wir dann gleich.